Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Daily Shop Video hier auf diesem Kanal, also von dem gleichen. Ja, heute sind wieder neue Skins draußen. Wir fangen mal links wieder an mit dem Backbone Skin. Yeah man. Ja, da werden jetzt unsere Punkte komplett anders verlaufen. Wahrscheinlich, ja. Ja, also wir machen jetzt ab, von 0 bis 10. Also jetzt nicht mehr von 1 bis 10, sondern von 0 bis 10, weil manche Sachen sind echt so schrecklich, dass man einfach keinen Punkt vergeben kann. Und da gehört der auf jeden Fall nicht zu. Also da kann man Punkte vergeben. Ich würde sagen, hey, gleich fängt damit an. Ich? Nee, fang du mal damit an. Nein, fang du mal an. Also ich finde diesen Rückenknacker, wie er im Deutschen hier heißt, ja, ziemlich cool. Rückenknacker, bei mir ist es Backbone. Ja, Rückenknacker, so. Finde ich relativ cool, muss ich sagen. Es hat ein Biker-Skin. Mega. Also, mir gefällt das Ding. Coole Tattoos. Ja, tätowiert. Unten am Hals. Irokesenschnitt. Coole Sonnenbrille. Cooler Bart. Cooler Typ. Jo, und der Rucksack. Ja, sieht auch nicht so schlecht aus. Ich finde den ganz cool. Und ich gebe da 7 von 10. 7 von 10? Ja, oh mein Gott. Weil es so ein Style ist, wie ich es mag. Okay, 2 von 10. So. Machen wir weiter mit der weiblichen Welt. Ach, Heilige. Ach, du Heilige. Da ist sogar noch ein pinkes Bärchen hinten drauf. Mm. Oh Gott. Okay, 1 von 10. Du? Ja, gut, also die Chicana hier. Highway Flare finde ich jetzt auch nicht wirklich prickelnd, muss ich auch sagen. Ja, sagen wir mal 3 von 10. Bist du heute? Der Helm ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warte mal, wir können sogar, wir müssen uns mal merken, wie viel wir vergeben haben. Keine Ahnung. Weißt du, dann kann man mal gucken, was die besten Shops waren. Wäre auch ganz cool, oder? Okay. Also wir merken uns jetzt einfach mal, ich weiß jetzt gleich eine Excel-Tabelle nach der Aufnahme. Ich merke mir jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt bis jetzt 3 Punkte vergeben. Du hast bis jetzt? Einmal 7 und einmal... Ja, du musst jetzt merken, also du hast 10, ich habe 3. Gut, dann machen wir weiter mit den Picken und so weiter. Beziehungsweise einer Picke. Ach, die sieht... Geht, also sie ist jetzt nicht so unglaublich schlecht, aber sie ist auch nicht toll. Also ich sag jetzt mal 5 von 10, genau die Mitte. Ich wieder mal, weil Biker picke, ja, finde sie relativ cool gemacht. Guck mal, wenn ich mir den Tacho angucke, ne, ist schon geil gemacht. Hier ist schon echt gut gemacht. Dann, also ich gebe dem Ding hier 6 von 10. 6 von 10? Ich habe 5 von 10. Okay, jetzt bist du bei. Und du bist bei? Keine 16? Ahnung, ich kann nicht rechnen. Doch, ey, Herr gleich. So, hier ist nächste. Ich bin bei 8. Heilige. 0 von 10? Was? Auch da wiederum, auch wieder bikermäßig, ja. Ich kann es halt nicht richtig sehen. Das kann man nicht nach oben drehen, ne? Wie das dann von oben aussehen würde. Kannst du es irgendwie drehen? Nee, das geht nicht. Flammenstyle. Oh, das da oben habe ich gar nicht drauf gesehen. Plankerton steht das drauf. Plankerton, aber so, ja. Wie gesagt, so ein Biker-Style. Ja, ich würde sagen, okay, gut, Leute, ich muss natürlich. Natürlich, 2 von 10. Oh, also ich gebe dem Ding... Ja gut, das Problem ist halt, dass es eigentlich ein Standardteil ist. Auch wenn die Optik mir davon ganz gut gefällt. Also ich gebe 5 von 10. Okay, Herr Gleich, du bist jetzt bei 21. Ja? Hm. Und ich bin jetzt bei 10. Merkt ihr 21? Okay? Hm. Und ja! Jetzt kommen wir... Oh mein Gott! Okay, 3, 2, 1. Oh... Mach rein! Nein, ich guck's mir ja bei dir an. Oh mein Gott. Sorry. Oh. Ach du Heilige. Absoluter Horror. 0 von 10. Ah, gut, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart. Ja. Ich habe bis jetzt immer noch nur 10 Punkte vergeben. Das fände ich jetzt schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen. Aber. Also das Ding tut halt richtig weh. Tut
Tut auch. Ja. Das tut was machst du dann jetzt? Weh. Warum? Das Ding, das tut halt richtig weh und ich muss sagen. Ich hab doch gesagt, aua, so. Laut. Also, jetzt gehen wir auf zurück. So. Ja, jetzt machen wir den und das Ding, ich find's grausam. Also es tut mir. Nee, also sorry, aber man muss sagen, okay, für die Arbeit, die sich derjenige gemacht hat, ist es schon. Dafür darfst du noch keinen Punkt geben. Doch, weil nein! Ich, doch, weil derjenige, der es gemacht hat, der hat sich ja schon Mühe gegeben. So ist es ja nicht. Also ich sag mal 3 von 10. 3 von 10? Das ist aber auch nur weil es so ein aufwendiger. Sonst wäre es 0 von 10. Sonst könnte ich das Ding finde ich schrecklich. Oh Gott, wenn ich den Gleiter schon sehe, den nächsten. Süßkram heißt der im Deutschen. Ja, bei Gumdrop. Ach du Heilig. Im Standarddesign nur rot. Ich würde sagen, 0 von 10. Ja, da gebe ich auch ganz ehrlich. Also das finde ich. Also ich bin jetzt immer. Wie viel bist du jetzt? 24, ne? Merk dir doch einfach mal 24, okay? Ja, 24. Okay, und dabei bleibt es jetzt wahrscheinlich. Okay. 25 haben wir da jetzt einen Punkt halt, den gebe ich gerne. Okay. Ja, ich sag 24. Jetzt kommt der nächste. 24. 10 von 10. Was? 10 von 10, 20. Das ist verarschen, wieso 10 von 10? 10 von 10 wird der geilste 800er V-Box-Skin ist. 10 von 10 für das da. Ja, für 800 V-Bucks ist das mit einer der besten Skins. Okay. Also ich würde diesem Ding da... Hallo? Das sieht aus wie... Also, nö. Ich gebe dem 2 von 10. Ah, alles klar. Also ich bin jetzt bei 20 und du bist bei 27, ne? Wieso bin ich bei 27? Habe ich so viel mehr als du? Ja. Weil ich dem eben gerade so wenig gegeben habe. Ja. Okay. Ich habe vorher 10 Punkte. Ach so, ja. Reckon Special. Ach, du Heilige! Was ist das denn? Ja. Ich sag mal 1 von 10. Ich bleib dabei. Also, da gebe ich jetzt auch 1 von 10, weil das ist. Okay, ich bin jetzt bei 21, ja, gleichzeitig bei 28. 10 von 10! Dem gebe ich keine 10 von 10. Aber ich finde ihn mega geil. Also muss ich sagen, stocksauer und das auch ohne Zitrone. 10 von 10. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also für mich sieht es eher so aus, als wäre das Salz in der Suppe. Und so einfach mal kurz drüber gestreut. So. Ja, das wäre so mega geil. Ja. Also wenn man zum Beispiel ein Match gewinnt, weißt du? Dann macht man so. Also ich finde es relativ. Eine Prise Salz dazu, um das Ganze noch etwas geschmackvoller zu würzen. Ich finde das Ding ganz cool und muss sagen, ich gebe dem Ding 8 von 10. Okay, dann bist du jetzt bei 34, ne? Ich bin bei 31. Ach, du Heilige! Oh ja. Nein! 0 von 10. Dafür kannst du doch kein... Sag mal, gibt es bei dir überhaupt irgendwas, was 0 hat? Nein, aber es gibt auch ganz wenig, was dafür 10 hat. Mach doch wenigstens da 0 Punkte. Nein. Das ist so schwach. Nein. Der schöne Smiley, guck mal, aber guck mal da zum Beispiel, so diese Holzkanten da drin, das ist nicht einfach nur glatt gemacht. Also ja, da hat sich schon, die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Die Schreiner haben es wieder geregelt, ne? Die Schreiner haben es wieder geregelt. Ja, die haben sich schon Mühe gegeben bei dem Ding. Ja, so ist es ja nicht. Also, einen kann man da ruhig mal geben. Einen Punkt? Ja. Oh mein Gott. Ja. Mein Endergebnis für heute, 31. Deiner, 35. Meins 35? Ja, das bedeutet insgesamt 66 Punkte. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Bis dann, dann rein und tschüss. Übrigens, heute schaut nochmal bei meinem Video vorbei, wo ich Ninja zerstört habe. Ja. Deine noch eine und tschüss. Ciao. Ciao.